Hallo und herzlich willkommen hier zur Meisterliga oder ich könnte auch sagen zu Meisterliga TV. Ja, wo sind wir hier? Wir sind hier mal in einem ganz anderen Ambiente. Ich habe mir gedacht, wir könnten ja mal versuchen, so eine kleine Show daraus zu machen aus der Meisterliga. Und da stellt sich natürlich die Frage, was erwartet euch denn hier überhaupt? Und eigentlich ist es ganz einfach, das wird auch gar nicht so viel drumherum sein. Natürlich, wie gewohnt, eure Kommentare, auf die wir ein bisschen eingehen wollen. Wir wollen ein bisschen über Statistik reden, über die Meisterliga an sich natürlich aber auch. Weil das ist es ja, worum es hier geht. Die Meisterliga mit dem SV Werder Bremen, gezockt von mir, dem Dambo. Und für alle, die neu einschalten, herzlich willkommen natürlich auf diesem Format. Ich hoffe, ihr bleibt mir, uns, den Zockerdudes, treu. Und natürlich ist auch jederzeit immer Platz für deine Meinung, für deinen Kommentar. Und ja, ich würde sagen, wir können einfach loslegen und mal schauen, was uns in dieser Show heute so erwartet. Natürlich als erstes, das ist mir eigentlich auch immer in den Folgen sehr wichtig, wer die Folgen regelmäßig schaut, der weiß es ganz genau. Mir ist natürlich immer sehr wichtig, dass wir auf Kommentare eingehen. Und je mehr Kommentare da sind, umso mehr Gesprächsstoff haben wir. Und deshalb ist so eine Show natürlich praktisch, bietet sich an, damit man darüber ein bisschen sprechen kann. Und ich habe jetzt hier übers Telefon, damit ich hier nicht irgendwie Mods der Technik aufbauen muss. Wir gehen einfach mal die Sachen durch. Wir haben hier von 7 Corgi 25 den Kommentar, du musst echt mal die Spieler auswechseln. Da gehe ich nachher noch ein bisschen drauf ein. Ich gebe dir recht und ich habe den Kommentar auch schon des Öfteren gehabt in vergangenen Folgen. Aber wie gesagt, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Yannick Zeringer hat geschrieben, trotz Niederlage, guter Part. Man sieht also, das ist alles live hier, ja. Versprecher werden nicht rausgeschnitten. Ja, vielen Dank, Yannick Zeringer. Sehr, sehr gerne, wenn euch die Parts gefallen. Ich versuche ja auch immer, mich zu verbessern, vielleicht sogar durch dieses Format ein bisschen. Melvin Pausch hat geschrieben: Hey Dabo, ich kann verstehen, warum du so aufgeregt bist. Bei mir geht es ja fast genauso oder mir geht es ja nicht viel besser. Mach dir keinen Kopf, nächstes Jahr greifen wir wieder an. Die Meisterliga-Let's Plays bewegen sich für mich, was Qualität und Niveau betrifft, fast auf demselben Niveau wie Gronkh. Das ist natürlich schmeichelhaft. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht rot, aber ja, das ist natürlich nicht vergleichbar, ne? Das ist ja wohl klar. Dann haben wir Ray Peast, oder ja, würde ich sagen, Ray Peast, kann man so aussprechen, ne? Vielleicht Spieler auswechseln, wie zum Beispiel Petersen rein. Da hast du übrigens recht. Ich hatte Petersen ganz am Anfang auch im Sturm des Öfteren gehabt. Da habe ich jetzt ein bisschen drauf verzichtet. Vielleicht könnte ich da ein bisschen mehr drauf achten. Und lass Elia mal als linker Stürmer spielen. Da ist er nämlich besser. Und da gebe ich dir recht. Wir hatten jetzt ja, wie gesagt, die virtuelle Bundesliga. Was habe ich hier in meiner Teambox? Hier. Mal ein bisschen Schleichwerbung machen. Wir hatten ja in der virtuellen Bundesliga mit Bremen gespielt. Ich und der Melvin, der ja mit war. Und da habe ich das tatsächlich auch so gemacht, dass ich Elia als linken Flügelstürmer habe angreifen lassen. Und es klappt wirklich besser. Sowohl, dass er in die Mitte zieht und dann so gute Angriffe produzieren kann, als auch, dass er gute Flanken schlagen kann. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich hoffe, ich werde das auch so des Öfteren umsetzen können. Dann haben wir Hans Wurst. Ja, moin! Das Moin gebe ich natürlich gerne zurück. Ein Spruch, den wir hier in Schleswig-Holstein sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr oft sagen. Moin, moin! Und Sertan Öztürk schreibt, deine Grafik ist irgendwie ja, kann natürlich daran liegen, dass du die Folge schon gesehen hast, als sie nur auf 360 noch war. 360p, die ist ja dann später höher verarbeitet worden. Kann aber auch sein, dass du so meinst. Kannst du gerne nochmal schreiben, ob du generell meinst, dass die Grafik schlecht ist. Eigentlich nehme ich auf 1080p auf. Und ziemlich ruckelfrei auch. Ich weiß nicht, was genau du da meinst. Aber das kannst du natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ja, so viel zu den Kommentaren. Dann vielleicht mal was so nebenbei. Wir haben jetzt mittlerweile so den Schnitt erreicht, dass man sagen kann, ja, so an die 100 bis 150 Aufrufe bekommt jedes Video unserer Meisterliga. Und da vielleicht mal an euch die Frage, was denkt ihr, wie kann man das vielleicht ein bisschen verbessern? Wie kann man das ein bisschen mehr rauskitzeln, da mehr rausholen einfach aus den Folgen? Vielleicht ist das ja schon eine Möglichkeit, dass man da ein bisschen mehr mit rausholen kann. Wir werden sehen.
Ja, was haben wir sonst auf unserem Plan? Wir haben natürlich die Meisterliga, die Meisterliga. Was soll man da sagen? Wir spielen ja mit dem SV Werder Bremen und aus den letzten drei Spielen haben wir gerade mal einen Punkt rausgeholt. Das ist wirklich nicht sehr gut. Wir haben im letzten Spiel gegen Hertha BSC gespielt und damit 0:1 verloren. Ja, im Moment läuft es nicht. Liegt es daran, dass wir auf Profi umgestellt haben? Ich weiß es nicht genau. Eigentlich hatte ich anfangs ja nicht so die Probleme, aber es kann natürlich auch sein, durch diese Wechselphasen, die ich jetzt in der letzten Zeit hatte, mit FIFA-Spielen, mit PES-Spielen, immer so durcheinander, dass es da natürlich ein bisschen zu größeren Komplikationen gekommen ist und deswegen auch schwieriger einfach für mich gewesen ist. Das kann natürlich sein. Aber genau weiß ich es einfach nicht. Ich hoffe, das wird in den nächsten Spielen besser. Aber schauen wir doch einfach mal in die Tabelle. Wir werfen mal einen Blick in die Tabelle, um zu gucken, wie der SV Werder Bremen da momentan steht. Da sieht es dann ja wie folgt aus. Der FC Bayern München ist auf Platz 1 mit 39 Punkten. Auf Platz 2 sind wir mit dem SV Werder Bremen mit 38 Punkten. Und erst 5 Punkte später kommt Bayer Leverkusen, gegen die wir ja im Spiel zuvor, also vor Hertha BSC, auch verloren haben mit 2:1. Und die sind dann da dicht gefolgt. Zur Differenz, wir haben eigentlich ein besseres Torverhältnis, jedoch ist Bayern einfach mit einem Punkt weiter in Führung. Und das ist einfach der Kneck des Knusus. Wir dürfen uns da natürlich nicht irgendwie abirren lassen. Der SV Werder Bremen steht im Real-Life-Leben, ja. Im Real-Leben-Leben, aha, okay. Stehen die ja auf Platz 12, wenn mich nicht alles täuscht, da wo der HSV jetzt steht. Und Schlusslicht ist hier bei uns der 1. FC Nürnberg, der Club, der eigentlich gar nicht so schlecht dastand, wo die Hoffnungen noch da waren, dass man einen Europa-League-Platz abstauben kann. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Wir haben ja, glaube ich, schon den 21. Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht. 10, 11 und 5 sind 16, 20. Ja, der 21. Spieltag wäre der nächste. Also, das kann natürlich knapp werden für Nürnberg. Aber auch Eintracht Braunschweig und Hoffenheim stehen auf einem Abstiegsplatz. Ja, wir hatten noch ganz gute Aussichten, europäisch zu spielen. Und ich glaube, das wird auch nicht passieren, dass wir nicht europäisch spielen. Da müsste wirklich schon jetzt einiges am Punkten auf der Strecke bleiben. Eigentlich sieht es ganz gut aus. Und ich denke, wir können da auf jeden Fall noch ein bisschen was reißen. Jetzt aber natürlich die Frage, warum klappt es in den letzten Parts nicht? Wie gesagt, in den letzten drei Spielen einen Punkt rausgeholt. Liegt das an der Aufstellung? Liegt es daran, dass ich zu wenig wechsle? Ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben und ich versuche natürlich gerne darauf einzugehen. Ja, ihr habt bereits ja geschrieben, ich soll einfach mal mehr wechseln. Ich versuche es. Ich versuche da wirklich ein bisschen drauf zu achten. Das ist immer ein bisschen schwierig im Spiel und auch während des Kommentierens natürlich einfach darauf zu achten, dass man mehr wechselt, weil man will natürlich powern. Was aber, wie gesagt, ja, ein guter Tipp ist, dass ich Pedersen einfach mal wieder mit in den Sturm nehme, um da, ja, da mal wieder ein bisschen für Wirbel zu sorgen. Einfach auch durch wechselnde Stürmer. Ich habe immer ein bisschen Angst davor, wenn die Spieler schlecht drauf sind, also mit Pfeilen nach unten oder so, die dann einzuwechseln, weil ich dann denke, dass das irgendwie, ja, dass das irgendwie doof ist, da so einen schlechten Spieler stehen zu haben. Aber wir wissen noch aus den KSV-Folgen, wer es noch kennt, der Dambo, der oft einen Pfeil nach unten hatte, aber dann die wichtigen Tore trotzdem geschossen hat. Also vielleicht sollte man es einfach riskieren. Man wird ja sehen, ob man sich dann blamiert oder ob es vielleicht auch was bringt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure richtig vielen Kommentare, für euer Feedback, das ihr mir immer wieder gebt. Ich hoffe, dass auch unter dieser Folge wieder viele reichliche Kommentare zu sehen sind, damit wir in der nächsten Folge wieder darauf eingehen können. Ich hoffe, dieses Format gefällt euch. Es ist immer ein bisschen schwer, das alles hier aufzubauen. Aber sollte das gut bei euch ankommen, werde ich das natürlich versuchen, regelmäßiger, häufiger mit einzubauen. Und vielleicht kann man auch noch ein bisschen was anderes mit einbauen. Ne? Dass man sagt, ja, was war die schönste Parade oder das schönste Tor der Woche, irgendwie sowas, dass man dann auch ein bisschen Kategorien mit einbaut, um zu sehen, was da noch so ein bisschen rauszuholen ist aus diesem Format. Ich hoffe, es gefällt euch und jetzt kommt natürlich die nächste Folge. Es geht heute gegen Augsburg. Gegen Augsburg, die ein bisschen niedriger in der Tabelle stehen. Sollen wir heute bestehen? Ich hoffe, es werden 3 Punkte. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Und damit herzlich willkommen hier im vierten Konami-Stadion. SV Werder Bremen gegen Augsburg.
FC Augsburg. Ja, ich bin ja mal gespannt. Also, ich finde, gegen Augsburg sollten wir eigentlich mal einen Dreier holen. Das ist ja schon, man kann sagen, Pflichtprogramm. Man kann eigentlich sagen, das ist Pflichtprogramm. Gegen Augsburg muss ein Dreier her. Alles andere ist hier inakzeptabel. Da wird mal die Hand gegeben. Ganz fair soll das hier alles zugehen. Oh, cooles Stadion. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, das Spiel wird genauso cool. Mit glücklichem Ende für uns. Und was heißt hier Glück? Hat nichts mit Glück zu tun, wie wir hier spielen. Oh, hat es gerochen, der. War es der Ottel? Ich weiß gar nicht. Und jetzt, Alter. Die spielt auf Konter, glaube ich. Boah! Fataler Ball. Boah! Dicke Chance da gleich für Augsburg. Meine Güte. Schöner Schuss. Ich glaube, da hätte Miele zu seine Schwierigkeiten gehabt. Eieieiei. Mann. So, und ich spiele tatsächlich jetzt mit einer etwas anderen Aufstellung als wie gewohnt. Schön. Schade. Ja, gar nicht so verkehrt gewesen, glaube ich. Oh. Boah, weiß nicht, ob das ein Handspiel war. Ich konnte es nicht genau sehen. Schön, Elia. Jawohl, schön noch den Einwurf rausgeholt. Das war leider zu spät, aber Hunt ist da. Schöner Schuss von Aaron Hunt. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da nicht in so einem blöden Konter laufen. War aber schön aufgepasst. Hast du ihn noch? Nee, gerade, aber trotzdem Einwurf vor uns. Die Pässe kommen noch nicht so sauber. Tribul, schön. Wird er trotzdem abgenommen. Schade, da kommt er noch durch die Flanke durch. Elia, sehr schön sich da durchgesetzt. Und Eckball Injowski auf die Santo! Die Santo! Mit dem 1-0 für den SV Werder Bremen. Jawohl! Schönes Ding von die Santo. Der Mann mit der Nummer 9. Injowski, eine richtig schöne Ecke. Und der passt ganz genau auf die Santos Kopf. Aber nichts zu machen für den Keeper, der da noch mit dem Arm irgendwie dran gewesen ist. Aber perfekter Kopfball. Genau so muss eine Ecke laufen. 17 Minuten, 1-0 für SV Werder Bremen. Jawohl. Da ist natürlich die Frage, wie wird Augsburg darauf reagieren? Schaffen sie einen zeitnahen Treffer? Ist alles gut? Dauert das alles ein bisschen, dann nagt es schon ein bisschen an den Nerven. Was mich überhaupt mal dazu bringt, apropos Nerven. Schön aufgepasst von Lukimia. Das war natürlich schlecht, aber sehr gut aufgepasst, da den Ball abgefangen, sonst wäre er durch gewesen. Garcia kommt da nicht an Kopfball. Tribul muss erstmal klären. Auf die Santo, der da aber nicht rankommt. So, komm, Injowski. Abseits. Das war abseits. Ja, alles gut.
Und wenn ihr wissen möchtet, was richtig gut ist, mal bei einem Spielchen, einfach mal ein kleines Schlückchen, ne? Extra schön das Etikett nach hinten gemacht, damit man auch nicht sieht. Weil keine Schleichwerbung hier machen, ne? So. Oh. Milit, das sowas kann böse enden. Oh, Leukemia, sowas auch. Aber wir haben ja Jungs, die da aufpassen. Kriegt die Pille nicht. Und immer kriegt der Gegner. Das ist ja wie bei FIFA hier. So, Altintop muss gestoppt werden. Ah. Verdammt, ich hab's mir im Kopf schon ausgemalt, was passieren könnte und wird und jetzt aufpassen. Larodimidis. Ah, Brödel kommt nicht mehr ran. Eckball für Augsburg. Und was war das bitte für ein Spieltag jetzt am Wochenende für Bremen? Bremen gegen Hoffenheim, ja? Oh! Ottl! Shit! Ja, da hat die Santo nicht aufgepasst. Sonst hätte er natürlich schon starten können, müssen, sollen. Ja, was war das bitte? 4:4 gegen Hoffenheim. Erst führt Hoffenheim 2:0. Bremen schafft das 2:2. Und dann führt Hoffenheim 4:2. Und in der 92. Minute macht Bargfrede dann das 4:4. Übrigens sein erstes Saisontor. Sein erstes Bundesliga-Tor. Ich glaube nach 80 Bundesliga-Spielen oder so. Sein erstes Bundesliga-Tor, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh Mann. Altintop sieht da unten. Aber den sehen auch alle anderen. Oh, fatal, 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 fatal. Oh, Bielitz! Oh! Ja, Rodius! Alte Schwede! Nein! Da hat es natürlich super gemacht, da! Und dann so ein Pass! Und Milit glänzt da! Ich dachte, er bringt ihn übers Tor! Nein, und dann hüppelt er rein! Es ist doch der Mega-Fail! Nein, nein, nein! Ah, war natürlich super Kopfball, aber ich dachte, er lenkt ihn übers Tor! Nein, du. Nein, aber das war natürlich ganz schlecht hier. Ganz schlechtes Abwehrverhalten. Mann, Mann, Mann. Wer war's? Da müssen wir natürlich dranbleiben. Es war... Injovski. Sehr schön, Injovski. Sehr schön. Toll. 1:1. Ah, ich dachte, wir kriegen das zumindest noch über die Halbzeit gerettet hier. Das Ergebnis. Und trotzdem kriegt der Gegner den Ball. Sowas ist ätzend. Ich hab den... So, komm, Injovski. Jetzt mach mal was für dein Geld. Und nicht nur dich immer ablaufen lassen, Mann. Ausrossel. Wie? Und er kriegt ihn wieder. Boah. Schön, Fritz. Jungs, kommt! Da muss Power jetzt ran. Ah, Leukemia. So, den hat. Milit hoffentlich. Petersen, komm, setz dich durch, komm! Jawohl! Petersen! Na, oh! Nein! Ah, wieso hab ich nicht so ein verdammtes Glück? Oh, es ist doch echt zum Verzweifeln. Mann! Komm, jetzt kein Konter. Ah. Was ist denn das für ein Spiel? Oh.
1:1. Ich weiß nicht, verdient, unverdient, ist das echt schwer zu sagen. Mehr Ballbesitz auf jeden Fall für Augsburg. Schüsse ziemlich ausgeglichen. Ah, Mann. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ey, Jungs! Boah, was? Abseits gehört. Das war aber auch ein guter Schuss. Wie, was? Oh. Mann, Mann, Mann. 1:1. Wir sehen es oben an der Tafel. Der muss ihn aber auch einer nehmen. Das ist es ja. Super Pedersen. Oh, das ist klasse. Du holst ja gerade wieder einen richtig guten Platz für Platzberechtigung. So, und jetzt muss das schnell gehen. Fritz, komm. Das war natürlich die schlechteste Option wieder. Oh Mann! Das ärgert doch wieder. Tribul, Mann. Ach. Oh, komm. Jungs. Schön auf Pedersen! 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 Den musst du doch machen! Oh, Jungs! Alter! Da dreh ich echt am Rad bei so einer Kacke, ey. Nein! Jetzt wisst ihr, warum ich Pedersen nicht reingenommen habe. Oh, leckt, ey. Mann. Ach! Mann, 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 Mann. Jetzt wird das wieder so ein Gammelspiel. Ja? Wir waren echt am Drücker. Und vorne nutze ich dann auch einfach meine Chancen nicht. Das ist natürlich auch dann der größte Mist. So, Elia. City Santo. Di Santo, du musst das Ding noch machen. Oh. Ohne Worte, echt ohne Worte. Es gibt's doch nicht. Jungs. Boah, Hand. Och, es hat einfach keiner Bock hier auf Fußball. Schon vor mir. Er liegt doch schon vor mir. Oh, und oh.
Ey, wer so schlecht spielt, der darf ja nur bestraft werden. Meine Güte. Alter, was verschenken wir denn da vorne? Mann. Das ist echt nicht wahr. Oh, 80 Minuten gespielt und wir dümpeln hier rum. Oh. Mann. Dabei wären die Punkte so wichtig, denke ich. Ich denke, Bayern wird auch Punkte holen, ganz klar. So, Di Santo! Wichtiges Ding! Yes! Und Nils freut sich da auch. Mann, war das ein Pass. Schön geschickt. Da setzt er sich durch in die Viererabwehr, die da überhaupt nicht aufpasst. So was darf nicht passieren. Da läuft er in den Rücken der Abwehr und dann eiskalt, endlich mal. Ich stand ja schon dreimal vom Tor, da. Endlich konnte er sich mal durchsetzen. Ein bisschen gegengedrückt und dann, ah, doch, sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Wobei es ja eigentlich genau das ist, worüber ich mich auch bei FIFA aufrege. Ist mal klar, dass er da wegläuft. Dass, ja, wenn du frei vom Tor stehst und angeschnippelten Schuss drückst, dass der immer reingeht. Das ist hier eben nicht so. Weltparade von Milit. Sebastian Milit holt da eine Weltparade raus. Wirklich, also den kannst du schöner nicht halten. Mann. Da kriegen wir echt noch den Ausgleich. Es ist doch echt nicht wahr. Wo? Lukimia, wo? Ey, und Danilis. Ebenso super gehalten. Was ist das? Was ist denn das für eine Abwehr? Bestimmt 90. Minute oder so. 88. Minute. Ey, ich pack's nicht. Bitte hol dir den Ball jetzt. Es gibt's nicht. Ich komm nicht dran. So, jetzt. Oh, was ist denn das für ein Pass, Jungs? Alter Schwede. Oh, so ein blödes 2:2. Unnötig, echt unnötig. Mann, sowas muss echt nicht sein. Oh, 2:2. Nee. 2:2. Und hundertprozentig hat Bayern gewonnen. Oh Mann. Bayern gewinnt 4:0 gegen Stuttgart. Oh Mann. Das war's. Meine Güte. So hart gekämpft, die Bremer. Und trotzdem dann am Ende.
Hertha 1-0 gegen Frankfurt. Braunschweig verliert zu Hause 1-3 gegen Dortmund. Wir spielen 2-2 Augsburg. Hoffenheim verliert zu Hause 0-1 gegen Freiburg. Bayer Leverkusen gewinnt mit 1-0 gegen den HSV. FSV Mainz wird geschlagen von Hannover 96 mit 2-0. Borussia Mönchengladbach spielt unentschieden 2-2 gegen Wolfsburg. Genau wie wir. FC Bayern gewinnt 4-0 zu Hause gegen VfB Stuttgart. Und der erste FC Nürnberg, der Club, verliert 0-3 gegen Schalke und besiegelt damit schon fast den Abstieg. Die Tabelle. Bayern nun 3 Punkte, satte 3 Punkte vor uns. Das ist schon wieder ein ganzes Spiel. Da muss man jetzt quasi hoffen, dass die irgendwie ins Straucheln kommen. Denn sonst sind sie irgendwann weg. Irgendwie müssen wir dranbleiben. Also, so kann es nicht weitergehen. Gegen Augsburg. Mann, und so stark gekämpft. Was haben wir am Anfang für Chancen verdattelt? Mann, Mann, Mann. Aus den letzten 4 Spielen 2 Punkte geholt. Es ist doch echt nervig. Eintracht Frankfurt ist unser nächster Gegner. Ja. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Ich denke, ihr stimmt mir dazu. Aber ja, was soll man sagen, ne? Wenn es nicht geht, geht halt nicht. Geht halt nicht. Geht's halt nicht. So. Also, schreibt gerne in die Kommentare, lasst auch gerne ein Like da, ich würde mich freuen. Und bis dahin, also bis zur nächsten Folge zum 22. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt, sehen wir uns dann eben beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.